Ach so, die gute hier, also Monika, scheint hier noch Piano zu üben daneben. Also sie ist wirklich so ein Tausendsasser, der so wirklich alles macht. Und meine Tastatur ist voll mit Walnusskrümmeln. Das ist schlecht fürs Aim, glaube ich. Okay, jetzt haben wir Yui ihr Buch wiedergegeben. Und Natsuki verschwindet wieder im Schrank. Wahrscheinlich in dem Schrank da. Obwohl sie oder in dem Schrank, vielleicht passt sie da ja sogar rein. Bald mal fertig mit Walnüssen sortieren. So, sie liest jetzt das Buch, was sie uns geliehen hat. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir haben eigentlich, ich habe ihr Chibi so oft hüpfen sehen. Eigentlich müssen wir jetzt an diesem Tag etwas mit ihr erleben. Was natürlich auch wieder ein bisschen einfach gesprochen ist. Wenn das wirklich so einfach wäre, wäre das ein bisschen langweilig. Aber das Spiel wird noch ziemlich heftig abgehen mit der Zeit, würde ich sagen. Oder würde ich erwarten. Okay, sie hat zwei Bücher, also zweimal dasselbe Buch. Also eins, falls das Original verloren geht. Also es wird erst krank, wenn man einen Ersatz hat für das Original, falls das Original, was man hat, falls das Original verloren geht, verloren geht. Also. Ja, ich gebe zu, ich habe letztens erst versehentlich zweimal das gleiche Buch gekauft, weil da waren zwei Bücher bei Amazon, die waren so schlecht beschrieben und eins davon hatte so eine komische Bewertung. Da habe ich gedacht, dass mindestens eins davon das falsche sein muss. Das waren dann aber im Endeffekt beides die richtigen. Jetzt habe ich zweimal das gleiche Buch. Okay, und wir kriegen den Titel genannt. Portrait of Markov. Markov, heißen so nicht die Vampire im Magic-Kartenspiel? Kann sein. Aber es ist ja nicht das Porträt auf Dorian Gray, also das wäre ein bisschen krasser Zufall. Oh, auf geht's, auf geht's, auf geht's. There's an ominous looking eye symbol on the front cover. Bestimmt so ein fettes Auge in so einer Pyramide, ey, so muss das sein. Es soll ja noch richtig creepy werden und bis jetzt kommt mir nur die Cutie-Stimmung auf und die... Rechnest du gerade aus, wie viel Mikrosievert wir aufnehmen, wenn wir jetzt diese ganzen Nüsse essen? Ja, stimmt, der Geigerzähler ist noch ein REM. Ist übrigens so ein alter polnischer Geigerzähler, aber eigentlich hatte ich gedacht, dass du hier mitspielen willst. Spricht das Spiel hier halb alleine? Ja, ich sag dir Bescheid, wenn was Wichtiges ist. Oh, sie erzählt uns jetzt, worum es in dem Buch geht. Also es geht um ein Highschool-Mädchen, wie immer. Scheinbar dreht sich der Großteil der japanischen Pop- und Hochliteratur nur um Highschool-Mädchen, in ihre lang verschollene Schwester und dann wird ihr Life, also ihr Life gets really strange, also ihr Leben wird sehr seltsam. Das erwarte ich auch bald von dem Spiel. Was? She gets trapped by these people who escaped from a human experiment prison. Yay! Das ist mir aber ein bisschen zu dreckt, also. And while her life is in danger, she needs to desperately choose who to trust. Also sie muss dann wissen, wem sie vertraut. Oh, sowas so. Ja, Menschen, Experimente, Gefängnisse. Das finde ich eigentlich zu direkt auf die Fresse. Also ich finde, was ist das? Es gibt ja Science Horror und Supernatural Horror. Supernatural Horror finde ich einfach viel besser. Dieses Science Horror, Super Science Horror und Nazi Super Science Horror finde ich gar nicht mal so geil. Obwohl, wenn es trashig genug ist, finde ich Nazi-Super-Science-Horror teilweise richtig witzig. Hashtag Skalarhaubitzen. Muss man wissen. No matter what she does, she ends up destroying most of her relationships and her life starts to fall apart. Also dann diese menschliche Komponente da drin macht das Ganze natürlich wieder interessant. That's kind of... That's kind of dark, isn't it? Ja, Captain Obvious, ja, das ist dark. Yui made it sound like it was going to be a nice story, so the dark turn came out nowhere. Das macht sie jetzt natürlich wieder als Charakter ziemlich interessant, dass sie das so total normal findet, dass sowas passiert. Ich finde sie bis jetzt am sympathischsten. Es gibt solche Sätze, die kann ich einfach nicht richtig vorlesen. Are you not a fan of that sort of things, du dumme Kuh? Einfach weil der Satz so lustig ist. Aber die dumme Kuh wird langsam langweilig. Ich geb's zu. Oh, das ist sehr interessant und philosophisch. When horrible things happened, not just because someone wants to be evil. Ja, das ist auch das, was mich an Frankenstein so fasziniert hat. Denn Frankenstein ist ja einfach nur eine Eskalation der Dinge, wo keiner wirklich böse ist. Das fand ich dann auch ziemlich cool, obwohl der
Der Film Helsing, also nicht der Anime Helsing, wo dann auch Frankensteins Monster vorkommt, wo dann Helsing sagt, ich spüre kein Böses in ihm und er weigert sich ja, das Frankenstein-Monster zu töten. Das fand ich sehr interessant, weil ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe erst den Film gesehen, dann habe ich Frankenstein das Buch gelesen und dann habe ich den Film nochmal gesehen. Der Film, den muss man sich nicht geben, aber das Frankenstein-Buch ist richtig klasse. Und unterstreicht das Ganze hier auch wieder, was sie sagt. Also vom Literaturaspekt gefällt mir die Novelle hier schon sehr gut, obwohl sie mich jetzt bis jetzt noch nicht geschockt hat, wo sie auch. Ach, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, ihr Charakter kommt wieder durch. I'm rambling, aren't I? Also jetzt ist sie ihr ganz klar erzählt und so weiter. Und jetzt wird sie wieder schüchtern, als sie das merkt, obwohl es da eigentlich gar keinen Grund zu gibt. Und den letzten Satz von mir nicht falsch verstehen. Wir werden das Ding hier, wenn das geht, wenn es nicht zu schwierig wird oder irgendwas dazukommt, werden wir das auch an einem anderen Tag zu Ende spielen. Bis Halloween ist ja noch ein bisschen Zeit. So, wir haben jetzt eine recht lange Passage hinter uns. Nase sitzt glücklicherweise wieder neben mir und findet den Gagas ja jetzt doch nicht mehr so interessant. Ja, so. Wir haben jetzt eine recht lange Passage hinter uns, wo wir uns mit Yui wieder im Kreis gedreht haben. Ja, ich möchte das Buch lesen. Nein, ach, das ist das, was an schüchternen Mädchen so total nervt. Den muss man direkt eine klare Ansage machen, obwohl die dann meistens auch wieder zurückzog. Deswegen finde ich schüchterne Mädchen auch so schwierig. Da ist mir so eine Rampensau wie die Nase hier echt lieber. Stimmt, das fällt dem Hauptcharakter auch gerade auf. Yui, you really apologize a lot, don't you? Und zwar wir sind ganz nah bei ihr gesessen und haben gesehen, dass sie nicht ihr Buch liest, sondern in unserem Buch liest und das wohl als Entschuldigung genommen hat, um uns ein bisschen näher zu kommen, was eigentlich überhaupt nicht schlimm ist, aber sie entschuldigt sich ja ständig für alles. Hat Lena, glaube ich, auch gemacht, oder? Ich hoffe nicht, dass es ihr so ergeht, wenn wir hier irgendwas falsch machen wie Lena in unserem, Entschuldigung, Durchgang von Everlasting Summer. Aber wahrscheinlich wird das hier sowieso richtig hart abgehen. Stimmt, das Schnabeltier führt das gerade an, dass wir hier ja jetzt, dadurch, dass wir jetzt im Gedicht so viele Worte hatten, die sie mag, jetzt die Sachen mit ihr bekommen. Das Schnabeltier meint, das sieht aus wie ein komisches Ohr, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, wie gesagt, das könnt ihr euch bei Steam gratis runterladen.